In diesem Video werden wir 24 Stunden alles machen, was die Polizei verbietet. Los, komm schnell! Oh, es piept! Schnell! Wir müssen abhauen, Leontini hier lang! Oh, der Security-Mann kommt! Oh nein, wir müssen abhauen! Ey, du hast ja noch die Handschellen, Mann! Oh mein Gott, komm, wir laufen schnell! Oh mein Gott, Leontini, hier ist alles voller Polizei, ich würde sagen. Komm on, wir beginnen schon mit der ersten Sache. Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo, let's go! So, Leontini, wo willst du denn jetzt hin? Ey, yo, Marvin, ich möchte jetzt zu JD gehen und mir jetzt eine Hose klauen. Alter, okay, Leute, wir ziehen jetzt durch, let's go. Komm, Leontini, ganz vorsichtig, komm, lass mal vorsichtig reingehen. Ey, Leontini, wir brauchen auch einen richtigen Plan, wie wir das jetzt am besten machen, ne? Let's go, Freunde. Was machst du denn hier? Ey, Leontini, du musst doch vorsichtig sein. Ey, Leute, der ist viel zu auffällig. Oh mein Gott, Leute, lass jetzt erstmal hingehen. Alter, Leontini, das ist viel zu auffällig, komm mal her. Leontini, was willst du für eine Hose? Such dir mal eine aus, hier ist die Kinderabteilung. Okay, Leontini, die nehmen wir jetzt und dann gehen wir mal raus, Leute. Ganz vorsichtig, let's go, komm jetzt. Ey, Leute, wir hauen jetzt einfach ab, ne? Hoffentlich piept das nicht, komm, wir gehen. Schön. Psch, nicht so laut, Leontini, bist du auffällig. Okay, die sind alle abgelenkt. Leontini, vorsichtig, du musst vorsichtiger machen. Oh, Leute, das darf jetzt nicht piepen, oh mein Gott. Und, let's go, Leute, wir haben es geschafft. Lauf, Leontini, schnell abhauen. Ey, die wollten uns was fragen. Ob wir bezahlt haben, aber wir hauen jetzt ab. Let's go, Leontini, komm schnell. Die haben uns, komm, die kriegen uns nicht. Ey, dann langsam für den Stimmlein, komm schnell. Ey, wir haben die Hose geklaut. Let's go. Oh. Ey, wir sind so gelaufen. Hast du Leontini? Ja. Geil, Alter, einmal mitgenommen, ne? Wir haben durchgezogen. Ey, Leontini, ich habe eine geistkranke Idee. Ja. Und zwar hier ist ja unser McDonald's-Haus. Ja. Du gehst da jetzt einfach mal rein, ne? Weil wir machen ja heute auch richtig verbotene Sachen. Und dann klaust du einfach mal den Leuten das Essen vom Tisch, ne? Und packst du alles in eine Tüte rein. Und das ist jetzt alles meins und haust einfach ab, ne? Let's go. Ja, ja, warte. Komm mal her. Siehst du da vorne? Komm mal her. Siehst du da vorne bei dem Typen da auf dem Tisch? Das sind alles Cheeseburger hinter, ne? Nimm mal die Kamera mit und dann filmst du jetzt mal, wie du da reingehst und dann packst du alles in die Tüte rein, nimmst alles mit, ne? So, Leute, wir gehen jetzt zu McDonald's. Boah, schon alles vor. Ich bin fast hingeflogen. Aua, mein Arm. Wir gehen ganz schnell raus. Gib her! Komm, lass schnell abhauen! Komm schnell, wir laufen! Ey, du hast uns Essen geholt! Geil! Ey, Leontini, ich hab ne Idee! Guck mal, wir haben jetzt ganz viel Burger Pommes hier, ne? Schenk das mal der Frau alles! Oh, Leontini ist so ein Ehrenmann, er schenkt das ganze Essen da. Oh, ist ja nett! So. Komm, wir gehen weiter. Ey, du bist ja richtig nett. Du hast einfach das ganze Essen geschenkt. Ein richtiger Ehrenmann bist du. Ja. Komm, let's go, Leute. Wir gehen weiter. So, Leute, die Frau isst jetzt auch die Burger. Leontini ist jetzt ein Ehrenmann. Der schenkt dir jetzt einfach alle. Richtiger Ehrenmann. Leute, natürlich dient das nur zur Unterhaltung. Wir haben das Essen natürlich selber gekauft. Es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, oh, der klaut einfach McDonald's. Ey, Leontini, wir haben ein richtig fettes Problem. Die Polizei kommt jetzt schon wegen uns. Sie nehmen uns jetzt mit. Nein. Mist, ey. Hoffentlich. Oh, nein. Oh, die halten sogar an. Shit, ey. Oh, Leute, wir müssen Schluss machen. Oh, Leute, ich bin so erschöpft. Leontini auch. Ey, Leontini, ich habe eine richtig krasse Idee. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen jetzt das Buch. Wir sind nicht in der Buchhandlung. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir klauen jetzt das Buch von Alquanix. Und weißt du, was ich mache? Jetzt ziehe ich mal durch. Jetzt nehme ich das Ding mal mit. So, hast du Bock auf das neue Buch von Alquimax? Komm, wir gehen da rein. Lukas Science gibt's ja leider noch nicht. Aber das klauen wir dann auch irgendwann mal, ne? So, Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die jetzt hier genau die Bücher haben, wo wir das Buch jetzt finden. Let's go. Boah, hoffentlich geht der Alarm nicht an, wenn wir das klauen hier. Ja, ja, ich hoffe auch, ey. Jetzt geht leider noch im Gefängnis. Ey, Leute, wir müssen ganz vorsichtig sein. Komm, schnell weiter. Let's go, komm. Let's go. Komm, wir holen das Buch. Psch, ganz leise. Wir sind wie die drei Fragezeichen. Komm. Ey, Leute, wir haben es jetzt gefunden. Hier ist es, Alquimax. Oh, was kosten die denn? Lass mal gucken, wenn wir die bezahlen. 15 Euro? Dieses. Auf 15. Welches willst du haben? Dieses. Okay, ey, wir brauchen... Gib her hier, ich nehme das heute mit. Max, wenn du das hier siehst, du bist ein Ehrenmann, aber heute haben wir kein Geld wieder. Grüße an dich, Max. Genau, du bist ein richtiger Paul Berger. Und wir sind jetzt auch Paul Berger. Komm, wir gehen jetzt erstmal vorsichtig raus hier. Ich nehme das jetzt mit. Leontini, du bist ein richtiger Krasser. Wo geht's runter? Oh, Mist, Leute, wir finden den Ausgang nicht. Shit, ey. Leontini, was für eine Taktik für mich. Soll ich das einfach so nehmen und einfach so ganz normal rausgehen oder was soll ich machen? Okay, dann mache ich das jetzt. Okay, mache ich. Ganz normal, als hätte ich das bezahlt. Boah, ich habe richtig Angst gerade. Hoffentlich geht hier auch kein Alarm oder so an. Für Paul Berger nehme ich jetzt das Buch mit. Oh mein Gott, Leute, ich habe ein bisschen Angst, aber meintest du so tun, als wäre nichts. So, Leute, heute ist ein ganz schöner Tag. Wir gehen jetzt einfach raus. Und. Nee, komm jetzt, ey!
Nein, komm jetzt. Nicht bewerten, ist verrückt, wir haben noch nicht bezahlt. Ey, der brennt wohl. Leute, der geht da einfach hin und will das Buch noch bewerten hier. Leontin, wir sind viel zu auffällig, Mensch. Ja. Ey, du kannst doch nicht sagen, dass wir das Buch bewerten sollen, wenn wir da rausgehen. Voll durch sind. Aber die haben ein Primex-Buch. Wir sind doch heute Einbruchbrüder. Ja. Ey, das ist... Aber die haben das ein Primex-Buch. Ja, das haben wir doch gerade geklaut, da kann man das doch jetzt nicht bewerten. Das ist das beste Buch der Welt. Ja, ist echt so. Leute, wir haben das Buch jetzt auch mitgenommen, die haben gar nichts gemerkt. Aber wir gehen jetzt weiter. Das ist Polizei. Oh nein, das ist Polizei, Leute. Schnell weiter. Marvin, Marvin, Marvin. Was ist denn, Leontin? Ey, wir sind hier gerade bei Snipe. Ja. Deine Schuhe, die sind Pantoffeln. Wir brauchen neue, die sehen hässlich aus. Ja, aber Leontin, ich hab doch heute gar kein Geld. Ja, das ist heute kostenlos. Okay, ey, dann holst du mir heute neue Schuhe? Ja. Alter, geil. Aber ich suche aus. Du darfst aussuchen. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt bei Snipes rein. Ey, der Leontin hat gesagt, er holt mir jetzt neue Schuhe. Ey, was denn? Die ganzen wie meine. Ja, haben die denn? Ja, ich hab auch. Die hast du? Ja, schau. Geil, dann lass Ulte mir die auch. Ja. Komm, dann lass mal gucken, dass die auch haben. Ja. Er braucht neue Schuhe wie ich. Er braucht die gleichen Schuhe wie ich. Der hat alte Pantoffeln. Hier sind die. Boah, die sind ja richtig fett. Ja, ich brauch so 45,5. Alter, Leontin, die sind ja richtig fett, ne? Boah, geil. Ich nehm die. Wir müssen ja erstmal gucken, ob die in meiner Größe die haben. Aber wir dürfen heute nicht bezahlen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen ja gleich rausgehen. Aber erstmal gucken, ob die haben. Let's go. So, Leute, wir haben jetzt hier die Schuhe gebracht bekommen. Ich würde sagen, wir testen die jetzt mal an. Let's go, ne? Machen wir. So, Leute, ich habe die Schuhe jetzt mal angezogen. Leontin, kannst mal gucken, ob die passen? Mach mal den dicken Zeh hoch. Mach ich. Und? Und kannst den anderen auch mal gucken, ob der passt? Mach mal den dicken Zeh hoch. Dicker Zeh ist oben. Und? Nein. Ja, ja, geht nicht, du drückst ihn runter, geht es? Passen? Ja. Können wir nehmen? Ja. Let's go, Leute, dann nehmen wir die jetzt, ne? Jetzt haben wir die gleichen Schuhe. Ja, Mann, Partnerlook. Ich würde sagen, soll ich die einfach anlassen? Ja. Okay, ich lasse die einfach an. So, Leute, wir lassen die jetzt einfach an und gehen einfach so. So, Leute, die alten, die nehme ich aber mit. Nein. Warum nicht? Die nicht mit, die stinken. Muss die hier lassen? Das sind alte Pantoffeln. Ja, okay, ich lasse die alten Pantoffeln hier. Da sind sogar die von meiner Uroma besser. Ja, das stimmt. Okay, dann gehen wir jetzt einfach so. Hoffentlich merkt das keiner. Let's go, Freunde, wir gehen jetzt einfach so raus. So, Leontin, ich bin ein bisschen traurig, dass die alten Pantoffeln jetzt zurückbleiben müssen, aber ich habe jetzt hier die neuen an. Ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt einfach raus, ne? Ey, Leute, ich hoffe, das piept jetzt nicht, aber wir haben ja auch die Schuhe jetzt angelassen. Let's go, wir gehen jetzt raus. Hoffentlich ist da kein Warnding oder so dran. Oh mein Gott, ich laufe jetzt, Leute. Let's go. Und, oh Leute, es piept nichts. Ey, du hast gar nicht gemerkt. Oh mein Gott. Ey, Leontin, geisteskrank. Wir konnten einfach die Schuhe mitnehmen, ohne dass sie was gemerkt haben. Ja. Komm, wir gehen jetzt erstmal weiter, oder? Let's go. Ey, Leontin. Ja. Da ist schon die Polizei drin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in Späti rein. Und die suchen mich. Ja, die suchen uns. Und ich würde sagen, komm, wir klauen jetzt mal was. Ne? Ich nehme das mit. Let's go. Ja. Takis, let's go. Genau, Prime dürfen wir auch nicht. Wo haben die denn Prime? Ey, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ich hab schon Pink probiert. Boah, nimm mal mit. Ja, lass die mal drei nehmen. Alle drei. Komm. Komm, Leontin, bist du bereit? Komm, wir gehen jetzt. Halt das gut fest. Pass auf, der fällt weg. Halt den richtig fest. Oder soll ich den nehmen? Komm, ich nehme den. Hast du beide? Okay, komm. Jetzt. Let's go. Komm, komm, wir laufen. Komm, lauf raus. Lauf raus. Schnell, schnell, schnell. Lauf. Ey, Junge, musst schnell bleiben. Ey, komm, wir gehen schnell. Ey, scheiß doch, bezahlen nicht. Komm, let's go. So, Leute, wir sind entkommen. Und wir haben jetzt erstmal das ganze Zeug hier am Start. Komm, wir fetzen das erstmal alles weg. So, Leontin, fetzen wir jetzt den Prime weg, ne? 1, 2, 3. Und? Boah, du fetzt ihn ja richtig weg. Boah, du bist geisteskrank. Ich hau jetzt erstmal die Takis hier weg. Jetzt kriegen wir nicht alles auf einmal. Boah. Also. Boah. Wollen wir auch weg, Jungs? Fetzen mal alle weg. Ich fetze mal weg und danach kannst du. Und? So, ich trinke jetzt den Prime hier. Der ist so lecker. Wie schmeckt der Prime? Ja, ich auch. So Leute, ich fette jetzt ganz viele Takis auf einmal weg. Wow, ist das lecker! Ah. Oh, das ist Zitrone! Boah, Leute! Boah, der ist voll süß! Oh. Ey, Leontin, wollen wir langsam weitergehen? Was meinst du? So, Leute, wir gehen einfach zur nächsten Sache. Ey, Leontin, wir sind hier im Douglas drin. Lass doch jetzt einfach mal ein bisschen Parfüm benutzen hier. Komm, let's go. Welches wollen wir nehmen? Lass mal da hinten in der Ecke gucken. Boah, hier ist was. Komm mal her. Boah, jetzt riechst du richtig gut. Komm, lass mal weitergehen. Was ist denn? Ganz schlimm? Boah, zu schlimm, Leute. Wir gehen weiter. So, Leute, ich probiere auch mal ein bisschen. Boah.
Oh, wir dürfen uns nicht erwischen lassen, dass eine Verkäuferin das, wenn die das sieht, dass wir das hier alles benutzen. Komm, lass mal schnell weitergehen. So Leute, jetzt der Burger Pommes gefährt natürlich dazu eine fette Paulberger Limo. Welche willst du denn? Nämlich die? Ey, ich hab's schon locker 20 Dosen heute getrunken davon. Ich kann echt nicht mehr, sage ich euch. Leontin hat auch richtig weggefetzt. So Leute, ich ex die jetzt. Oh. Ich jetzt auch. Ich hab die ganze Dose geäxt. Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Komplett leer. Ich würde sagen, wir fetzen jetzt erstmal Burger Pommes weg. Boah, Leute. Leute, wir haben jetzt hier schon 4 Dosen. Ich fetze die jetzt hier auch nochmal weg. Viel zu viel, jetzt fetzen wir jetzt noch Burger Pommes weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Let's go. So, Leontin, jetzt haben wir eine richtig krasse Aufgabe. Und zwar, Freunde, wir sind hier gerade im Mediamarkt in Mannheim im Q6, Q7. In der Innenstadt, kommt gerne vorbei, ich sehe es gerade eingeblendet. Und zwar, Leontin, jetzt gehen wir aufs Ganze. Jetzt lass mal richtig was klauen, ne? Was richtig krass ist. Eine PS5. Meinst du, die ist aber voll schwer. Komm, wir gehen jetzt. Eine Switch. Eine Switch? Okay, komm, wir gehen erst mal gucken. Leute, wir müssen aufpassen, dass der Sicherheitsmann, dass er uns nicht sieht. Oh, Leute, oh, hier sind auch die Dinger, die piepen bestimmt. Ey, Leontin, ich habe echt ein bisschen Angst. Ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Oh Mann, ey, wenn die uns kriegen, wir müssen richtig aufpassen, ne? Alter, mal vorsichtig, Leontin. Nicht so auffällig. Oh, Leute, ich habe richtig Angst, ey. Leontin macht die eine Rolle nach der anderen. Ey, wir müssen richtig aufpassen. Wir sind überall Mitarbeiter, ne? Und Security-Mann. Ja. Wir dürfen uns nicht kriegen lassen. Komm, wir tun erstmal so, als wären wir jetzt ein ganz normaler Kunde sein. Bist du laut, Mensch? Bist viel zu auffällig. Ey, hier haben die eine Switch. Aber die haben so Dinger dran, die piepen doch dann alle. Boah, was kosten die? 400? Alter, 299 ist im Angebot. Lass mal die teure nehmen. Komm, wir nehmen die hier mit. Kannst du die tragen? Dann klauen wir die jetzt, ne? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken. Sollen wir sonst sowas mitnehmen? Oder? Ja. Was denn? PS5. Nee, das ist zu viel. Das können wir nicht alles tragen. Komm. Was denn? Komm, wir nehmen zweimal Mario mit. Ich nehme die Spiele, du nimmst das. Ey, wir dürfen uns echt nicht erwischen lassen. Das ist ja noch alles eingepackt. Ey, Leontin, welchen Ausgang nehmen wir denn am besten? Wir gehen da lang. Warte mal, wir müssen erst mal gucken, wo die Security hier sind. Warte. Ja, da lang. So, Leute, let's go. Ey, der passt gar nicht auf, der Security. Leontin, komm, wir laufen jetzt einfach, ne? Los, komm, schnell. Oh, es piept. Schnell. Wir müssen ab, Leontin, hier lang. Oh, der Security-Mann kommt. Oh nein, wir müssen abhauen. Weiter, let's go, pass auf. Da kommt schon Aiden hin. Marvin ist weggekommen und die Polizei hat mich gekriegt, weil bei der Verfolgungsjagd von der Switch und weil ich zu kleine Beine habe. Hey Leute, hier ist alles voller Polizei. Ich muss gucken, dass ich Leontin irgendwie da rauskriege. Hoffentlich kann der irgendwie abhauen. Let's go. Ich versuche jetzt mein Bestes. Hey Leute, Leontin ist dabei der Polizei. Da sind die auch schon. Ich würde sagen, ich hole den da jetzt irgendwie raus. Oh Mann, ey. Da musst du einfach jetzt ins Gefängnis. Die haben mich nicht gekriegt, aber ich muss jetzt gucken, dass ich den da irgendwie rauskriege. Ey Leute, ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Ich hoffe, Leontin kommt irgendwie raus. Leontin! Ey, da bist du ja! Marvin, komm, wir müssen. Ey, du hast ja noch die Handschellen dran! Oh mein Gott, komm, wir laufen schnell! Ey, du hast ja sogar noch die Handschellen dran! Shit, ey, lass mal schnell abhauen! Ey, zeig mal! Du hast ja voll die Handschellen an den Händen! Alter, die haben dich ja voll gekriegt! Oh mein Gott, da ist noch ein Polizist dran! Wir müssen ganz schnell weg! Leute, wir sehen uns gleich wieder! Schnell, weg. Oh. Ey, wir müssen irgendwie gucken, wie wir die Handschellen bei dir abkriegen, ne? Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, müssen die irgendwie kaputt machen oder so. Ey, Leontin, jetzt sicher, die Handschellen haben wir jetzt irgendwie abgekriegt. Wie bist du da raus? Was passiert? Ich habe einfach die Tür vom Polizeiwagen aufgemacht. Haben die dich richtig mitgenommen, Handschellen angelegt ja. Und so? Ey, Leute, es ist geisteskrank. So, Freunde, ganz wichtige Sache hier noch zum Schluss. Das Video dient natürlich nur zur Unterhaltung. Vielen, vielen Dank erstmal an Thalia, die Buchhandlung, an McDonald's, an Mediamarkt und auch an Snipes. Vielen Dank nochmal an JD, dass wir dort drehen durften, Leute. Natürlich haben wir die ganzen Sachen nicht geklaut. Jeder einzelne Artikel wurde natürlich bezahlt und natürlich auch mit dem jeweiligen Chef des Geschäfts abgesprochen. Das heißt, wir haben in dem Video keine illegalen Handlungen getätigt. Dieses Video dient natürlich nur zur Unterhaltung. Ich wollte euch ganz wichtig diese Sachen nochmal am Ende sagen. Nicht, dass ihr es nachmacht, bald ist es auf jeden Fall verboten. Also macht es nicht nach, Leute. Es dient nur zur Unterhaltung und ciao, ciao.